Du möchtest wissen, wie man eine Ananas am besten schneidet, um möglichst viel Frucht am Ende übrig zu haben? Wir zeigen es dir. Du kannst dir deine Früchte übrigens auch ganz einfach bei uns im Shop unter blumeister.de oder auch per App bestellen. Wir haben wirklich eine super große Auswahl an frischem Bio-Obst und Gemüse. Nun zur Ananas. Testen, ob sie gut ist, könnt ihr übrigens, indem ihr oben ganz einfach ein Blatt rausziehen könnt. Schneidet zuerst das obere und untere Ende der Ananas ab. Jetzt wird die Schale schön knapp an der Frucht runtergeschnitten. Keine Sorge, die kleinen runden Stellen, die nun zum Vorschein kommen, schneiden wir danach noch weg. Wenn ihr euch die Struktur anschaut, sieht man, dass hier am besten etwas schräg eingeschnitten wird, links und rechts der runden Stellen entlang. Danach halbiert ihr die Ananas und schneidet den harten, holzigen Teil in der Mitte heraus. Jetzt noch in Streifen schneiden und fertig zum Essen ist eure Ananas. Probiert's gerne mal aus und wenn euch unser Video gefällt, freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch. Bringmeister! Du willst außerdem wissen, wie man eine Melone oder Mango am besten schneidet? Interessierst dich für coole DIYs oder Rezepte? Dann abonniere unseren Bringmeister-Kanal und verpasse kein Video mehr.